Hallöchen, ich bin's, die Ann von dillspitzen.net und ich zeige euch heute, wie ich meine Mandelmilch mache. Was ihr zuerst braucht, sind natürlich Mandeln. Die habe ich bereits vor 24 Stunden in Wasser eingeweicht, damit sie aufquellen können und habe sie jetzt kurz gekocht, damit ich die Haut abziehen konnte. Ich mache jetzt zuerst eine Mandelmilch Natur, weil ich die später noch zu etwas Herzhaftem verarbeiten möchte. Deshalb kommt da dann keine Süßung rein. Ich habe hier einen halben Liter Wasser, kalt. Den schütte ich in meinen Standmixer. Bei einem Standmixer, eigentlich egal was ihr macht, immer darauf achten, dass die Flüssigkeit zuerst reinkommt. Dann tut sich der Mixer nämlich deutlich leichter. Jetzt ein bisschen Meersalz. Und jetzt habe ich hier 250 Gramm Mandeln. Ich habe ungefähr 500 Gramm insgesamt, gewässert natürlich, mit Schale, also genau gesagt Haut, ungewässert waren es 400 Gramm. Also ein Päckchen Mandeln. Deckel drauf und los geht's. Nein, das muss noch ein bisschen. Gut, jetzt schütte ich nochmal zu einem Löffel. Ich muss noch ein bisschen und ich schütte auch noch ein bisschen Wasser nach. Nochmal gut ein Viertel Liter. Eine Glasschüssel mit einem Seiher und innen drin eine feuchte Mullwindel. Dadurch werde ich jetzt die Mandelmilch abseihen.
Und wenn das hier durchläuft, mache ich schon mal meine Vanillemandelmilch. Hierzu habe ich auch wieder 250 Gramm Mandeln gewässert, 3 Datteln zur Süßung und eine Vanilleschote, die habe ich in 4 Stücke geschnitten und auch zusammen mit den Datteln auch in Wasser eingelegt. Damit lassen sie sich einfach besser mixen. Ich habe hier jetzt die pure Mandelmilch schon fertig und eine Flasche abgefüllt. Die wandert jetzt gleich in den Kühlschrank. Was hier übrig ist, ist Mandelmehl. Und wenn ihr das noch ein bisschen trocknet, könnt ihr im Backofen tun. Dann eignet sich das wunderbar zum Backen, zum Beispiel von Macarons, wenn ihr das mögt. Im Hintergrund hier tropft gerade meine Vanillemandelmilch ab. Kann ich euch mal kurz zeigen. Kennt ihr da die kleinen schwarzen Pünktchen? Das ist meine Vanille. Ja, ich hoffe, ihr macht selber mal Mandelmilch, weil ihr habt gesehen, wie toll einfach das geht. Und wir lesen uns bald wieder. Tschüss!